Hey ho Leute und herzlich willkommen in der wunderbaren Welt von The Elder Scrolls Online. Wir sind immer noch in der wunderbaren Quest Göttliche Suche. Wir untersuchen Barilzas Turm und müssen dem lieben Barilza, unserem kleinen Chemiedoktor, hier beim kleinen Experiment helfen. Wir sollen diese Kristalle hier in der richtigen Reihenfolge aktivieren. In der Reihenfolge eines Regenbogens. Ach, scheiße, wie ging das nochmal? Ich begann, glaube ich, mit... Rot ist, glaube ich, ganz oben am Regenbogen, wenn ich ganz irre. Ein guter Anfang. Weiter so. Ach, danke schön, Barilza. Naheliegend ist dann, dass Gelb folgt, oder? Richtig. Was ist das? Danach normalerweise Grün, dann Blau, dann Violett. Normalerweise. Ihr seid ja nur Werk. Ich bin wie ein Uhrwerk, ja geil. Und dann nochmal Violett am Schluss. Na ja, kriegen wir hin, Barilza. Keine Sorge. Ich liebe es, wenn Zahnräder sich ausrichten. Ja. Siehst du mal, so easy ist das. Perfekt. Das sind die Vorzüge von einem zusätzlichen Satz Gliedmaßen. Die Energie fließt frei und ohne Störungen, sodass die Stäbe und Kolben sich höchst harmonisch ausrichten können. Hab Dank. Warum wollt ihr denn nun etwas über göttliche Energie wissen? Tja, ich wurde hergeschickt, um euch zu fragen, was ihr über die Übertragung göttlicher Energie wisst. Hergeschickt? Wie interessant. Ich dachte gerade an meinen ehemaligen Meister Sotasil und die Experimente, die wir durchgeführt haben. Er hat verzweifelt versucht, die Macht zu verstehen, die er und seine Gefährten erlangt hatten. Insbesondere ging er der Frage nach, ob diese Macht flüchtig sein würde. Okay, ist denn Sotasil zu einem Schluss gekommen? Nicht, solange ich sein Assistent gewesen bin. Er hatte ein Werkzeug, mit dem er kleinste Mengen seiner eigenen göttlichen Energie absaugen konnte, um sie zu untersuchen. Sie ließ sich nach Belieben extrahieren und wieder integrieren. Ich bin mir nicht sicher, was aus dem Werkzeug wurde, aber hier sind meine Notizen aus jenen Tagen. Oh, danke sehr. Diese Notizen sollten hilfreich sein, aber kann ich euch vielleicht noch ein paar Fragen stellen, wenn wir schon dabei sind? Noch mehr Fragen? Nun, Fürst Sotasil sah Neugier immer als Zeichen intellektueller Überlegenheit. Daher schätze ich, dass ich es genauso halten sollte. Fragt, und ich werde versuchen, die Zahnräder eurer fortlaufenden Ausbildung fester zu ziehen, so gut es eben geht. Das Werkzeug, das ihr erwähnt habt, ist es eine Waffe? Eine merkwürdige Frage. Ist ein Hammer eine Waffe? Eine Säge? Ein Federspanner der Dwemer? Nein, es war lediglich ein Werkzeug, ein Gerät, das Sotasil erschuf, um ihn bei seinen endlosen Experimenten zu unterstützen. Ich könnte mir vermutlich einige Methoden überlegen, um dieses Gerät etwas umzubauen. Doch zu welchem Zweck? Egal. Wisst ihr denn, wo das Werkzeug jetzt ist in diesem Augenblick? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Werkzeuge bekommen oft Beine, wenn man nicht wachsam bleibt. Ich hatte mal einen Guar, der immerzu Werkzeuge verschluckte, wenn ich nicht hinschaute. Er leuchtete dann einen Monat lang, bis die Verzauberung verging und er das Werkzeug wieder ausschied. Ihr hättet die Schreie hören sollen. Ja, okay, auf die Schreie hätte ich keine Lust gehabt, auf den leuchtenden Guar hätte ich schon Lust. Alter, das wäre schon... Weiß nicht, es ist lustig. Okay, ihr habt mit Sotasil höchstpersönlich gearbeitet? Ich war sein Lehrling, doch das ist viele Jahre her. Ich arbeitete eine gewisse Zeit lang in der Stadt der Uhrwerke. Dort habe ich einiges über Energieübertragungen, Dwemer-Maschinen und mechanische Symmetrie gelernt. So wurde ich zu dem Dunkelelfen, der ich heute bin. Aber ich habe eine Frage. Wer hat euch geschickt? Der liebe Erzkanoniker Tavos hat mich geschickt. Der Erzkanoniker? Fürst Vivex, Hohepriester? Plötzlich greifen die Zahnräder ineinander. Mir fallen zahllose Gründe ein, warum Alm und Wie etwas über Sie und seine Werkzeuge wissen wollen könnten. Aber manche Türen sollten einfach niemals geöffnet werden. Sotasils Werkzeug. Ist es jetzt eine Waffe? Eine merkwürdige Frage. Ah, nee, das hatten wir schon. Ist ein Hammer. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Werkzeug. Er ist der Vater der Mysterien und der Architekt der Zeit. Ein Mitglied des Tribunals der drei lebenden Götter der Dunkelelfen. Er erschuf alle möglichen hilfreichen und faszinierenden Maschinen, wie etwa die Stadt der Uhrwerke. Ich habe meinen alten Meister seit vielen Jahren nicht gesehen. Was ist denn die Stadt der Uhrwerke?
Sie ist ein greifbares, wahrgewordenes Wunder. Voller Messingtunnel, Glaskuppeln und riesiger Zahnräder. Die Dwemer mögen ihn zu diesem Werk inspiriert haben, aber die Stadt der Uhrwerke ist dennoch ganz und gar Sotasils Werk. Er erschuf sie, um die Zukunft zu schmieden und die Welt neu zu formen. Ich habe dort vieles gelernt. Oh, das klingt sehr interessant, aber ich muss weiter. Leb wohl, mein lieber Herr Barilza. Kriegen wir jetzt hier noch eine Quest oder müssen wir jetzt... Wir müssen nach Hause. Alles klar, wir müssen nach Hause. Aber wie geil das jetzt aussieht. Bleibt das jetzt immer so? Ich meine, für andere Spieler sehen das ja, glaube ich, nicht, oder? Also diesen leuchtenden Schimmer wäre ja, glaube ich, unfair, wenn die Quest machen. Ich glaube, das sehen nur gerade wir. Das ist geil, okay. Ui, da hat jemand den Dwemer-Kriegshund. Was ist das hier denn? Okay, wir gehen gerade durch den Hinterausgang raus, kann das sein? Ja. Wir sind nämlich durch den anderen Eingang rausgekommen. Oder reingekommen. Wardenfell. Ich mochte das Rätsel, das war so ein bisschen neu. Das gab es im alten Elder Scrolls nicht so wirklich, dass es so Rätsel gab, wo man ein bisschen das Köpfchen auch außerhalb des Elder Scrolls Universums ein bisschen anstrengen musste. Ich fand das abwechslungsreich, fand ich schön. Ja, habe ich genossen. So. Dann wollen wir da nach Hause gehen und mal gucken, was Fürst Vivek zu unseren Erkenntnissen sagt. Hier drüben. Tavos! Das wird einiges an Mühe kosten, also hört gut zu. Wir haben ein Problem hier. Kehrt sofort in meine Amtsstube zurück. Wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Okay, wir müssen sofort nach Hause. Wir sind ziemlich weit weg, aber mir wird gerade angezeigt, dass ich eine Nachricht habe. Warte mal, das muss ich kurz checken. Nee, ich habe keine Nachricht. Warum wird mir oben rechts angezeigt, dass ich eine Nachricht habe? Egal. Ich gucke auf die Karte und guck mal. Das ist ein sau weiter Weg, ne? Das ist ein sauberer Weg. Ich glaube, da teleporten wir uns. Haben wir irgendwo in der Nähe einen Wegschrein? Nee, ne? Ich will eigentlich kein Geld verschwenden. Was müssen wir dafür zahlen? Ach, 56, das ist gar nichts. Jetzt haben wir sogar 56 Kronen oder Gold können wir ruhig durchaus mal ausgeben. Das ist jetzt nicht so schlimm. Würden wir jetzt irgendwie 500 Kronen oder so oder Gold. Ich verwechsel das immer. Kronen und Gold, das sind ja zwei verschiedene Sachen in dem Spiel. Würden wir 500 Gold oder so dafür bezahlen müssen, würde ich das nicht machen. Aber für 56 Gold, das kann man durchaus mal machen. Da kann man durchaus mal schnell reisen. Bevor wir den ganzen Weg jetzt gehen, wir müssen definitiv mehr Wegschreine erforschen oder finden. Denn dann könnten wir auch zu einem Wegschrein hingehen und von da aus, weil dann ist es gratis, wenn man von Wegschrein zu Wegschrein sich teleportet. Wenn man sich von irgendeinem Punkt in der Welt zu einem Wegschrein teleportiert, dann muss man ja meistens eine kleine Geldsumme bezahlen. So. Und damit wir Wegschreine entdecken, müssten wir dann wahrscheinlich auch eigentlich mehr auf den Wegen bleiben, was ja nicht so mein Stil ist. Ich laufe ja meistens durch die Pampa, wenn ich in diesem Spiel mich bewege. So, nee, wir müssen da nicht hoch. Wir müssen zum Amtszimmer von dem einen Dulli. Von Erzkanoniker Tavos. So, hier sollten wir sein gleich, ne? Ja. Was ist, gibt's denn für so einen heftigen Notfall, dass er uns ein Hologramm schickt? Oder besser gesagt, da war ein Hologramm. Oder nennt man das in diesem Spiel Hologramm? Ich weiß es gerade nicht. So, der Erzkanoniker Tavos, hi. Endlich. Habt ihr gesehen, was draußen vor sich geht? Der rote Berg grollt lauter und öfter. Der Himmel verdunkelt sich immer mehr. Und was am schlimmsten ist, langsam fällt es den Leuten auf. Bald werde ich die Ordinatoren antreten lassen müssen, um die Palasttore zu bewachen. Ist das der Notfall? Die Leute wollen Fürst Vivek sehen? Zum Teil. Fürst Vivek geht es nicht gut. Ich werde nicht zulassen, dass seine Anhänger ihn in diesem Zustand sehen. Er verliert weiterhin Energie und es wird schwierig für ihn, das Reich in der üblichen Art und Weise zu erhalten. So, was hat eure Ermittlung aufgedeckt? Ja, ich habe die drei Orte untersucht und Folgendes habe ich erfahren. Ich werde diese Dokumente studieren und meine Ergebnisse Fürst Vivek präsentieren. Ich war dagegen, euch in die Untersuchung hineinzuziehen, aber ich hatte Unrecht. Vielen Dank, dass ihr uns helft. Ihr solltet jetzt Fürst Vivek aufsuchen. Er hat nach euch gefragt. Ich komme gleich nach. Ihr werdet einfach diese Notizen lesen? Ich dachte, wir könnten über das sprechen, was ich erfahren habe. Nun gut. Erzählt mir, was ihr an jedem der Orte erfahren habt. Und dann sehen wir, zu welchen Schlüssen wir kommen können. Barilza hat mir von Sotasils Experimenten mit göttlicher Energie erzählt. Er gab mir seine Notizen. Barilza diente treu Sotasil. Er ist im Tribunal ebenso ergeben, wie ich es bin. Er würde Fürst Vivek niemals absichtlich schaden.
Doch dieses Werkzeug, das er erwähnt hat. Vielleicht könnte einer der Priester, die Vivek fortgeschickt hat, in den Tempelarchiven nach weiteren Informationen darüber suchen. Vivek hat all seine Priester weggeschickt? Warum? Fürst Vivek möchte nicht, dass seine Anhänger ihn in diesem geschwächten Zustand sehen. Nur ihr, Kanoniker Levule, und ich selbst dürfen jetzt noch in den Palast. Da wir gerade vom Palast sprechen, Fürst Vivek möchte euch sehen, wenn wir hier fertig sind. Ja, aber jetzt talken wir erstmal ein bisschen. Ein Aschländer namens Jodala stachelt die Stämme auf. So steht es in euren Notizen. Und diese Serien hat euch unterstützt. Interessant. Die meisten Aschländer möchten nichts mit dem Tribunal zu tun haben. Trotzdem werden sie nur selten aggressiv. Ich würde sagen, diesen Jodala sollten wir im Auge behalten. Falls wir einen entbehren können, schicke ich einen Wappenträger nach Aldrun. Okay, Jodalas neu entdeckte Kraft könnte etwas mit Viveks Problem zu tun haben. Habe ich so das Gefühl. Interessante Theorie. Vielleicht kann Jodalas Stab Viveks Energie stehlen, aber für mich ist es kaum vorstellbar, wie ein Aschländer so etwas vollbringen könnte. Fürst Vivek meinte, der Entzug wäre nach eurem Aufbruch noch stärker geworden. Er sieht nicht gut aus. Aha. Kultisten habe die... Was? Wir haben Satzfehler entdeckt. Kultisten habe die Mine außerhalb Balmoras übernommen. Da fehlt ein N. Wir haben Satzfehler gefunden. Wie geil. Da fehlt ein N. Bei habe. Da gehört ein N. Da gehört haben. Kultisten haben die Mine außerhalb Balmoras übernommen. Geil. Ja, das schreibe ich sofort Befester. Warte, ich muss da einen Screenshot machen. Warte. Screenshot. Danke. Das musste jetzt sein. Das schicke ich nachher Bethesda. Man muss ja ein bisschen supporten, die guten Leute von Bethesda. Die werden sich so abfacken. Ja, Kultisten haben die Mine außerhalb Balmoras immer noch. Von dem ausgehend, was ihr herausgefunden habt, wage ich zu behaupten, dass es eine Verbindung zwischen dem nikotischen Relikt und dem Werkzeug gibt, das Barilsa erwähnt hat. Und es scheint, als hätten die Aschländer-Diebe eine Verbindung zu Jodala. Eure Beweise lassen nur diesen Schluss zu. Jodala benutzt Sunara, um Viveks göttliche Energie zu stehlen? Ist das euer Verdacht? So scheint es. Fürst Vivek tut sein Bestes, um sich nicht zu beklagen. Doch ich sehe, wie viel Kraft ihn der Entzug seiner Energie schon gekostet hat. Allein schon euch wiederzusehen hat seine Laune merklich verbessert. Und die Fortschritte, die ihr bei eurer Untersuchung gemacht habt, sind außerordentlich. Okay, dann wollen wir den lieben Fürst Vivek nicht warten lassen. Ich sag Ihnen mal lebwohl hier, mein lieber Erzkanoniker, und dann treffen wir uns im Palast. Oder wir treffen uns nicht im Palast. Ich werde aber auf jeden Fall trotzdem mal hinschauen. Hier geht's raus. Alles klar, dann werden wir mal mit dem lieben Vivek höchstpersönlich sprechen. Mal gucken, in welchem Zustand er jetzt gerade wirklich ist. Weil es klingt ja wirklich gerade ziemlich ernst. Und ihr merkt schon, wir machen jetzt wieder die Story und sind gerade wieder mal nur am Labern. Kein einziger Kampf in der heutigen Folge mal wieder wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass da noch was kommt. Ja, wir labern wieder nur die ganze Folge. Deswegen gibt es auch zwischendurch immer wieder diese Explore-Folgen, wo ich einfach mit anderen Leuten durch die Gegend laufe und Dungeons und so mache. Doch, mich empfängt er. Deswegen gibt es auch diese Aufteilung zwischen Story und Explore-Folgen. Weil wir auch ein bisschen Action zwischendrin haben und dann auch ein bisschen Story. Weil wenn man die Story wirklich auf Geschichten aufbaut, so wie ich das mache, und wirklich jeden Text durchliest, dann kommt man in den Folgen einfach. Bitte, lass mich Hilfe holen. Vielleicht kann einer der Heiler euch helfen. Schmerz erträgt man am besten für sich. So steht es in der 37. Ballade. Es muss etwas geben, das ich tun kann. Ihr könnt den Erzkanoniker rufen. Er sollte hören, was unsere Freundin Neues bringt. Ich bin auch da, also ihr müsst mich nicht über mich reden, als wäre ich jetzt nicht vor Ihnen. Tut mir leid, Vivek. Der Strom fließt ins Meer, so wie die Göttlichkeit aus mir heraus. Braucht noch etwas Arbeit. Wie ihr sehen könnt, verliere ich Energie. Und das hat mich durchaus aufgebracht. Habt ihr Fortschritte bei der Ermittlung der Quelle meiner Unannehmlichkeiten gemacht? Ja, ich glaube, dass ein Arschländer namens Jodala für euren Zustand verantwortlich sein könnte. Ein Arschländer? Das klingt unwahrscheinlich. Aber ich vertraue euren Instinkten.
Wir müssen mehr über diesen Jordala und den uralten Feind herausfinden, der ihm hilft. Nehmt das hier. Ein weiteres Zeichen einer Anerkennung. Ozean, hier kommt auch schon der Erzkanoniker. Ach, danke, danke. Für die Arbeitsschuhe des Kriegswappenträgers. Mein Fürst, die Fremdländerin könnte tatsächlich etwas entdeckt haben. Redet ihr noch weiter, oder war's das? Okay. Erzkanoniker Tavos. Nach einem längeren Blick auf die von euch mitgebrachten Dokumente muss ich eure Einschätzung teilen. Der Aschländer Chodala hat irgendwie göttliche Energie von Fürst Vivek abgezweigt. Ihr wisst also, wie man Fürst Viveks Macht wiederherstellen könnte? Nicht wirklich. Aber da wir jetzt wissen, dass es kein natürliches Leiden ist, können wir an einer Lösung arbeiten. Eine, die wahrscheinlich Chodalas Stab benötigt. Wie der Aschländer Sotasils Werkzeug in die Hände bekam und in eine Waffe verwandeln konnte, ist mir allerdings schleierhaft. Ihr wollt, dass ich den Stab namens Sunara beschaffe, also klaue und mich wahrscheinlich durch zahlreiche Horden von diesen Aschländern kämpfe, um das zu schaffen? Ist das dein Ernst? Schon, aber wir müssen vorsichtig sein. Wenn Chodala so respektiert ist, wie ihr es sagt, wäre ein Angriff auf ihn der Beginn eines Krieges, den wir uns nicht leisten können. Geht nach Aldrun und sprecht mit seiner Schwester Serin. Ich vertraue ihr zwar auch nicht, aber sie hat schon einmal mit euch zusammengearbeitet. Okay, dann werden wir mit Serin sprechen. Sie ist die einzige Ansprechpartnerin gerade in der Situation. Geht nach Aldrun und macht Serin ausfindig. Sie muss uns mehr über Chodala erzählen und uns dann helfen, an seinen Stab zu kommen. Ohne ihn können wir Vivek nicht helfen. In der Zwischenzeit muss ich die Bevölkerung beruhigen. Das Volk macht sich Sorgen über Viveks fortwährende Zurückgezogenheit. Und was geschieht jetzt noch gleich mit Vivek? Hatten wir das nicht schon abgehandelt? Lasst mich euer Gedächtnis auffrischen. Fürst Vivek erduldet stoisch, wie seine göttliche Energie dahinschwindet. Weder meine Behandlung noch seine Verteidigung reichten aus, um das Leck zu stopfen. Deswegen schotten wir ihn nach außen ab, um die Panik möglichst gering zu halten. Okay, die Fragen hatten wir ihm schon mal gestellt, wollen wir nicht nochmal stellen. So, dann kehrt nach Aldrun zurück. Wir müssen wieder zu unserer lieben Freundin. Okay, dann öffnen wir mal die gute Stadt Vivek und guck mal auf die Aufnahme, wir sind durch. So, Alter, das ist eine geile Aussicht. Ich hätte gerne ein bisschen weiter Sichtweite. Aber man sieht wirklich das... War der Vulkan vorher schon so? Ich meine, er hat ja erwähnt, dass der Vulkan ein bisschen mehr Feuer spuckt. Aber mich würde das interessieren, war das wirklich vorher noch nicht? Weil andere Spieler, wenn die noch nicht so weit in der Quest fortgeschritten sind, dürfen das ja dann nicht sehen. Ich glaube nicht, dass sie so ein heftiges, großes Teil optisch für jeden Spieler einzeln modellieren. Glaube ich nicht. Ich glaube, das war vorher schon so. Aber das sieht geil aus, wenn man hier wirklich komplett oben auf dieser riesigen Treppe steht. Das sieht geil aus. Oh, hübsch. Ich mag diese Pyramide, die ist schön. Was trägst du für eine Rüstung? Das ist, Malachit. Malachit-Rüstung. Das sieht geil aus, aber den Helm kann ich nicht. Das untere sieht ziemlich aus wie eine normale Malachit-Rüstung, aber den Helm kann ich nicht. Was trägst du da bitte? Kriegswappenträger. Ich hätte gerne die Rüstung der Kriegswappenträger, wenn ich ganz ehrlich bin. Egal, Leute. Zu viel der Träumerei. Wir werden auf den nächsten Fall. Ich laber schon wieder zu viel. Ich bin schon wieder zu lange wach. Wir hatten übrigens gerade einen kleinen Need for Speed Stream. Und wir haben gerade 3 Uhr nachts. Und jetzt nehme ich auf. Nach 8 Stunden Need for Speed Stream. Ja. Ich kann noch kurz mal anmerken, guck mal rechts von meinem Kanal vorbei, wenn ihr auf meinem Kanal direkt seid. Da steht auch ein kleiner Tag zu Reonity Live, das ist mein Livestream-Kanal. Da werde ich jede Woche mindestens ein oder zweimal streamen, also da könnt ihr auf jeden Fall vorbeigucken, wenn euch das gefällt. Ja. Genug der Werbung. Rayon, lass das. Wir sind hier in Elder Scrolls. okay, dann würde ich sagen, lasst auf jeden Fall ein nettes Kommi da, konstruktive Kritik und so, alles unten rein, wie es läuft. Und ja, lasst auf jeden Fall auch eine kleine Bewertung da. Und dann verbleibe ich mal wieder mit einem Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zur nächsten Folge von The Elder Scrolls Online. Ciao.